Ein Spiel, bei dem wir nichts sagen dürfen. Keine Geräusche, kein gar nichts. Willkommen zu Wir haben schon mal sowas Ähnliches gespielt. Wir dürfen keine Töne von uns geben, weil sonst beginnt das Spiel von neu. Okay, das Einzige, was wir machen sollen, ist einfach rumlaufen in der Bude. 20 Minuten und die Uhrzeit bewegt sich nur, wenn wir uns bewegen. Und ein Tipp, wenn wir irgendwas hören hinter uns, dann sollen wir uns vorsichtig bewegen. Okay, was geht? Hallo, ich will mit meinen Zuschauern reden, wenn ich darf. Ist das so in Ordnung? So ist okay. Das ist zu laut. Okay, ich versuche also die ganze Zeit mit euch zu flüstern. Einfach das Maul halten. Das kann nicht schlecht, oder? Ja, okay. Es ist also sehr, sehr eklig. Gut, es geht los. Let's go. 20 Minuten, wie soll ich das schaffen? 20 Minuten ist schon krass. Ist das eklig? Ist das eklig? Wie bewege ich mich? Kann ich, wie... Okay, also man kann so reinzoomen, das funktioniert. Und jetzt einfach rumlaufen in dem Haus und das Maul halten. Ein Spiel, bei dem man das Maul halten muss. Ein Spiel, das ich nicht kann. Ich kann nicht hier raus. Müsst ihr einfach nur die Phrasen halten? Die Tür ist aufgegangen. Soll ich raus? Ich habe einen Scheiß gemacht! Ich habe nicht geschrien! Ich habe nichts gemacht! Okay, hier sind wir vorhin gestorben. Ich werde... einfach nur rumlaufen. Aber geht der Timer schon los? Wo ist der Timer? Ach, da unten. Da unten ist der Timer. Das Ding ist, man kann eh nicht sterben. Wisst ihr? Und wenn man nicht sterben kann, warum sollte ich Schiss vor diesem Spiel haben? Man kann ja eh nicht sterben. Man kann nicht sterben. Hier hat sich was bewegt. Hier hat sich was bewegt. Bis jetzt läuft's wie am Schnürchen. Würde ich mal behaupten. Oder? 2 Minuten spielen wir bis jetzt. 2 Minuten. Ich lauf doch schon. Wohin soll ich eigentlich laufen? Kann ich hier runter? Warum Keller? Ich hasse Keller. Ich hasse Keller. Aber das ist kein Keller. Das ist immer noch nur ein Wohnzimmer. Oh, hier sind Bilder umgefallen oder was auch immer das war. Einfaches Game. Heute? Ihr wollt doch nur, dass ich schreie. Ich kenne doch meine Sadistenfüchse. Sadistenfüchse. Neues Wort. Meine Sadistenfüchse. Ihr wollt, dass ich schreie. Sadistenfüchse. Klingt irgendwie cool. Sadistenfuchs. Klingt wie so ein Benutzername. Sadistenfuchs 1, 2, 3. Auf jeden Fall weiß ich nicht, wo ich hingehen soll. Das Ding ist, man kann auch nicht selber interagieren. So irgendwas öffnen mit irgendwas. Weil das passiert von... Ich habe nichts gemacht und ihr habt das genau gehört und gesehen, dass ich es gemacht habe. Mann! Was ist, wenn ich einfach in diesem Raum bleibe und hin und her laufe die ganze Zeit? Was passiert, was würde dann, was wäre dann? Wenn ich einfach genau hier bleibe, hin und her laufe und ich ignoriere einfach diese Tür. Ja, schön, dass hier eine Tür ist, ich bleibe hier. Was wäre dann? Also ich laufe hier einfach im Kreis. So. Ich mag es in meinem Zimmer. Ich muss nicht raus. Ich bleibe hier. Ich find's hier schön. Ich mag's. Hier fühle ich mich wohl. Hier ist kuschelig. Was ist das? Party Island. Das habe ich schon mal gesehen irgendwo. Bei einem anderen Game kam es auch irgendwie als Poster. Okay, komm. Denn wir sind keine Schissfüchse. So. Okay, komische Sounds. Wir gehen auf jeden Fall wieder hier runter. Und hoffen, dass mein Mikrofon diesmal nicht irgendwelche seltsamen Ausschläge macht, die gar keinen Sinn ergeben, denn ich war still. Boah, war das eklig. Oh, ist das unangenehm gewesen. Ist das unangenehm gewesen. Ich bin still. Oh, es ist halt wirklich, man muss halt still sein. Einfach die Phrasen halten. Einfach nur die Phrasen halten. Einfach, wenn eine verrückte Oma auf dich zurennt, Phrasen halten. Aber ich muss sagen, dieses Don't Scream, das andere war härter. Aber wir wissen noch nicht. Das war halt wirklich nachts im Wald. Was ist noch ekliger als nachts im Wald? Okay, hier ist es ein verfluchtes Haus. Ist auch eklig. Aber längst nicht so eklig wie das andere Game. Oder? Ich höre irgendwas. Ich höre Geräusche. Ich höre Schritte. Boah, ich traue mich gerade nicht. Ich muss auf den Boden gucken. Boah, ich traue mich gerade gar nichts. Dieses Spiel ist ein bisschen eklig. Aber auch nicht ganz so eklig. Denn bis jetzt ist ja noch nicht so viel passiert. Aber wenn was passiert, dann... Warum kann ich überhaupt zoomen? Ich will diese Funktion gar nicht können. Die bringt mir nicht mal was.
Oh, er zoomt noch mehr rein. Junge, ich bin gleich in der Kerze drin. Oder wie viel tief will er noch zoomen? So kann man so krass zoomen. Was bringt das überhaupt? So, 4 Minuten haben wir schon. 4 Minuten, Leute. 20 Minuten durchhalten, easy. Das ist kein Problem. Das ist absolut kein Problemo. Für unsere. Und ich werde still sein. Ich habe keinen Bock nochmal. Vor allem, ich will die anderen Maps noch sehen. Deswegen, ich bin richtig konzentriert. Keine Show, keine Faxen, kein irgendwas. Einfach Konzentration. Einfach nicht schreien. Und bis jetzt kriegen wir es doch. Ist auch noch nichts passiert. Oh mein Gott. Komm, komm, komm her. Ich habe keine Angst vor dir. Wo ist die hin? Ich habe nichts gemacht. Ihr habt genau gesehen, dass ich nichts gemacht habe. Was soll das? Warum, das Spiel ist verbuggt. Wisst ihr was, wie eine andere Map? Ja, die kann ich nicht wählen. Ich muss erst das schaffen, damit ich die wählen kann. Okay, da sind wir wieder. 4 Minuten habe ich durchgehalten. Ich habe dieses sensible bisschen weggemacht. Das heißt, das eskaliert echt. Also das sollte eigentlich jetzt funktionieren. Wenn es diesmal nicht funktioniert, dann lasse ich es. Dann ist mir das Spiel wirklich scheißegal. Wirklich. Einfach nur egal. Amazon-Paket. Ich habe ein Päckchen für Sie. Ich habe halt wirklich Angst, überhaupt was zu sagen. Aber ich sollte einfach still sein. Bei diesem Don't Scream, was ich da letztes Mal gespielt habe, hat einer geschrieben, also sich richtig darüber beschwert, dass ich überhaupt gesprochen habe. Wieso redest du überhaupt? Du sollst doch die Fresse halten. Dann verpiss dich, wenn es dir nicht passt. Nimm deine 7 3,5 Sachen und geh. Geh. Okay? Gut. Oh, da steht jemand. Hallo, dich kenne ich doch. Einen kleinen Autounfall. Oh, die Sounds sind schon eklig. Hinter mir sind, glaube ich, Leute, aber die interessieren uns nicht. Wir müssen noch 15 Minuten durchhalten. Viel Spaß. Aber, war das schon immer so? Loch in der Wand? Kann das sein, dass es hier oben jetzt anders aussieht als vorhin? Kann das sein? Oder nicht? Nee, es sieht genau gleich aus. Ich traue mich halt wirklich nicht zu reden. Weil ich habe halt einfach Angst, dass das Ding wieder kaputt geht. Was ist das? Kann man... Wisst ihr, das Dumme an diesem Spiel ist, ich kann einfach rumlaufen. Ich kann einfach hin und her laufen. Ich finde, die hätten es so machen müssen, dass man auch irgendwie weiterkommt in dem Spiel. Dass man auch irgendwie weiterkommt in dem Spiel. Nicht nur überleben, sondern wirklich, oh mein Gott. Jetzt bist du eklig. Was sind für Blob? Wo sind wir jetzt? Oh, jetzt ist schon sehr hart. Jetzt ist schon sehr hart. Jetzt ist es schon sehr hart. Oh mein Gott, wo sind wir jetzt? Ich glaube, wir sind jetzt in dem Wald. Weil das hat ja 3 Level. Vielleicht sind wir jetzt in dem anderen Level. Oder? Nee, wir sind jetzt im Keller. Wo denn sonst? Da ist eine Maus. Eine süße kleine Maus. Eine süße kleine Maus. Also man muss, glaube ich, 20 Minuten durchhalten. Und dann kann man das andere Level freischalten. Komm, Wald. Danach, da gibt es noch was anderes. Aber okay. Hier hoch können wir nicht. Das heißt, wir müssen hier unten abchillen. 15 Minuten lang. Aber die haben das nicht dumm gemacht, denn die Szenerie wechselt sich von automatisch. Du hast gar keine Möglichkeit abzuchillen. Die Location wechselt sich einfach. Bis hier vorhin waren wir so Dings und dann waren wir Toilette und... Hallo, wie seht ihr? Schönheit? Bitte tu mir nichts. Ich tu dir auch nichts. Ach kommt schon, Freunde, wir haben schon Schlimmeres gespielt als das. Das ist gar nichts. Das ist Roblox-Style. Und? Wo bist du, Natascha? Komm her. Oh, derselbe Name. Wir nennen sie Nicole. Und wo bist du, Nicole? Schreibt mir die Kommentare, wer ist von euch Nicole? Vielleicht heißt jemand von euch Nicole. Und Nico zählt auch. Okay? Nico zählt auch. Nicole oder Nico?
Kennt ihr Nico Bellic? Nico Bellic GTA 4. War das GTA 4? Schreibt mir in die Kommentare. Immer dieses irgendwie mit euch in Scheiße labern. GTA 6. Wer hat Bock? Wer hat Bock auf GTA 6? Also, ich weiß nicht, was ich mit dem Spiel machen soll. Ich werde es auf jeden Fall spielen. Aber ich weiß nicht, ob man sowas, ob ich Content machen soll. Dazu. Jeder wird Content machen, GTA 6. Ich weiß nicht, ob ich auch machen soll. Weil, eben, weil jeder macht's. Aber es ist so ein Hype-Game. Es wird auf jeden Fall sich. Hallo, wie geht's denn dir? Alles gut. Jeder wird das spielen. Also, es wird so eine Welle sein. Die Leute werden suchten. Und das kommt erst nächstes Jahr raus. Einfach nächstes Jahr. Also schon nächstes Jahr, wollte ich sagen. Ich weiß noch, dieser Trailer, ich fand den gar nicht krass. Alle haben den so, GTA, boah. Aber ich muss sagen, nee, also irgendwie hat mich GTA 6, der Trailer, für das, dass es GTA ist, wo die Leute 10 Jahre schon darauf warten, oder noch länger sogar, doch 10 Jahre, hat mich das nicht umgehauen. Es war okay, konnte man angucken, aber es war nicht dieses, das war eher so, ja, es ist krass, okay, cool, freue ich mich drauf. Grafik ist krank, man hat viel gesehen, aber es war kein. Okay, ich konzentriere mich mal lieber wieder. Es ist schön, dass wir den Taschenlampe haben, aber die interessiert hier keinen. Wir müssen noch 12 Minuten durchhalten. Ich bin gespannt, wie die anderen Level sind, wenn wir so weit kommen. Aber aktuell sieht es gut aus, ich meine, ich darf nur nicht schreien. Oder überhaupt töten. Es tut mir leid. Ich wollte wirklich spielen, aber ihr habt gesehen, es funktioniert nicht. Dieses Ding ist kaputt. Und ich sehe es nicht ein. Ich sehe es halt einfach nicht ein. Ich bin sauer. Es ist mir scheißegal. Ich sehe es nicht ein. Wirklich. Das verschwendet Zeit. Kein Bock mehr. Ich bin sauer. So ein Drecksspiel, Alter. Was für ein Scheißdreck, Mann.